Tag Leute und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Battlefield 4 Road to All Attachments. So, wir zocken mal ein bisschen mit der... Was habe ich denn hier nettes? Mit MPX natürlich, ne? Wir spielen hier Chainlink, ne, nicht Chainlink, Team Deathmatch auf Pearl Market, Dragon Steve DOC. Natürlich eine sehr, sehr geile Sache, auch eine meiner Lieblingsmaps. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen zocken. Ich habe die letzten Tage nicht wirklich Battlefield gespielt, ja? Auch nicht gestreamt, auch nicht gespielt. Das heißt, mein Skill ist wieder total im Arsch. Ich kann wieder gar nichts, aber das ist mir relativ wurscht, denn Battlefield soll Spaß machen. Man muss nicht der Übergeiste, Oberpro sein. Und genau jetzt geht das Telefon an, wenn ich gerade anfange aufzunehmen. Aber was willst du machen? So, wir spielen jetzt hier mal diese kleine Runde Team Deathmatch auf dieser wunderschönen Map. Und ich habe wirklich hier Bock, mal langsam ein bisschen was freizuschalten für diese absolut geile Waffe. Ich liebe die MPX. Ich habe da auch, wow, ich habe da ja auch meine... Ja, mein Commentary gemacht, wo ich nicht live zocke und das ging echt ordentlich ab. Also die Waffe ging so geil ab, das ist ein Wahnsinn. Wie gesagt, die hat zwar nur 26 Schuss im Magazin, aber wenn du diese 26 Schuss auch gut platzierst, was jetzt hier nicht der Fall war, dann haut die rein. Ja. Aber gut, gegen die M416 auf Distanz hast du leider nicht so viel Chance, aber er hatte nur noch 16 Leben. Das heißt, wenn ihr jetzt eine tötet, dann habe ich einen Kill Assist. Ja, schaut mal, ich habe eine neue Waffe. eine neue Kappe. Ja, die gefällt mir, habe ich auch heute im News-Video gehabt. Ich finde die schön. Vor allem ist die auch was ganz Feines, denn heute haben wir es ganz heiß gehabt und ich war da vor Futtern. Und dann bin ich auch in der Sonne gestanden und ja, da kannst du... Der Wichser kam von hinten. Die kannst du auch im Sommer tragen, weißt du, so eine schöne, dünne, feine und dann überhitzt dein Kopf nicht. Ne? Weil ich habe sowieso nicht viel im Hirn. Deswegen muss ich da echt ein bisschen achten, dass, ja, dass ich nicht einen Hitzekollaps bekomme, weißt du. Und dass dann mein Hirn komplett auslässt. Obwohl mein Hirn lässt meistens eh aus, aber gut. Was man nicht hat, kann nicht aussetzen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich gut positioniert bin, Leute. Ich glaube, ich verdecke, glaube ich, die Scores im Hintergrund. Ach, ich spiele so scheiße, Mann. Aber es ist Counter Kill immerhin. Ich spiele gerade wirklich schlecht, also erwartet euch nicht irgendwelchen guten Score oder so. Ich muss echt wieder ein paar Tage reinkommen. Battlefield, yay, yeah, ich habe einen Stubby Grip. Battlefield ist echt ein Spiel, was jeden Tag zocken muss. Ja, Battlefield ist ein Spiel, das jeden Tag zocken muss. Mindestens jeden zweiten und dann auch länger, damit du drin bleibst. Super weggesniped worden, den Wichser habe ich nicht mehr gesehen. Aber gut, Slipknot hat da drin, also weiß er, was gut ist. Das ist schön. Das ist schön. Gönn ich dem Wichser. Eine Scout-Elite, der hat einen Bipod. Wer haut denn sich einen Bipod auf den Sniper? Haut einer von euch einen Bipod auf den Sniper? Bringt sich das was? Na gut, wenn man sich irgendwo verkämmt, könnte da schon was bringen, ne? Oh, das ist ja ein Gegner. Der jetzt gemessert wird. Alter, mein Aiming! Mann! Mein Aiming ist nicht vorhanden, Leute. Mein Aiming ist absolut nicht vorhanden, ey. ich hoffe, es ist alles schön synchron. OBS ist gerne mal ein bisschen unsynchron. Obwohl, heute gab es ein neues Update. Jetzt gab es irgendwelche Quicksync, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas ganz, ganz Neues. Und irgendwas mit Replay, Buffer, Replay, ich weiß es nicht genau. Da muss ich nochmal im Internet nachgucken. Habe ich jetzt keinen Bock gehabt. Ich habe gedacht, komm, haust du mal schnell eine Runde rein. Und dann passt das. Ich werde jetzt mal kurz einen Stubby Grip mir dann schnappen und mal testen. Aber rechts hier ist ein Gegner. Yes. Wenigstens mal einen erwischt hier. Dass ich wenigstens etwas kann. Ich muss echt wieder reinkommen. Also Aiming und so, da musst du echt dranbleiben bei dem Game. Dass du auch über längere Distanz gut spielst. Na komm, da kommt sich hier wieder raus. Komm her. Ich hab's ja gewusst. Ah Mann, jetzt bin ich wieder so ein Idiot, der auch wieder Dauerfeuer macht, weißt du? Ja, ich mach wieder Dauerfeuer und mach Scheiße. Mann, wie steh ich denn eigentlich? 3-4. Oh, ich steh beschissen. 3-4, Alter. Okay, da ist einer. Ich weiß es. Ich werde mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Wow. Yes. Wo ist er, dieser? Da war doch gerade einer. Wow, 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 wow. Aber ich habe den noch erwischt mit der Agri Impact, Baby. Ich werde wahrscheinlich wieder mal ein bisschen streamen die Tage. Aber ich suchte gerade abends immer mit dem Andy Dead Rising und er ist leider kein Stream-Fan. Nee, der möchte mich halt eben für sich selbst haben. Deswegen streamen wir auch Dead Rising nicht. Was ich schade finde, aber was willst du machen? Alter, mein Aiming ist so für den Anus. Aber der war gerade noch schlechter als ich. Mein Aiming ist mehr als für den Anus. Das ist ein Wahnsinn. Schau, ich,
Ich ziele 2 Meter links neben ihn. Was ist denn hier los? Alter, was ist hier los? Das spielst du mal ein paar Tage nicht, da kannst du gar nichts mehr. Schlimm, schlimm sowas. Ich hab jetzt 3 oder 4 Tage nicht gespielt. Ist da ein Booster drin oder was? Du wichst es doch im Booster oben. Marvin. Metrolon. Wow. Yeah, den hab ich auch. Ja, von dahinter hat er mich erwischt. Mit der Slug. Ja gut, mit der Slug geht das. Mit der Slug geht das. Du blöder Arsch. Es macht aber so viel mehr Bock, wenn ich jetzt hier einen schönen Greenscreen drin habe. Das ist echt, das sieht so schön aus, wenn ich mir das anschaue hier gerade. Obwohl OBS das natürlich nicht hundertprozentig perfekt macht mit dem Rausschneiden. Es kann sein, dass ich da irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, da ein bisschen reinschneidet und so und ein bisschen grieselt. Ach, ich darf hier wieder einen Scheißdreck. Wenigstens ein Suppression Assist, für mehr bin ich wohl wahrscheinlich nicht zu haben. Alter, ich bin so scheiße. Man kann echt nur gut Battlefield spielen, wenn man jeden Tag dahinter ist. Ja? Wenn man jeden Tag mindestens 1 Stunde, 2, 3 Battlefield zockt. Wenn du ein paar Tage nichts machst, dann kannst du es vergessen. Es ist echt schlimm. Es ist bei keinem anderen Genre wirklich irgendwie so. Sehr gut, vielleicht bei LOL oder so. Ich weiß es nicht. LOL spiele ich ja nicht. Aber ich habe das echt in keinem anderen Genre so stark erlebt wie jetzt in Battlefield. Dass du wirklich jeden Tag zocken musst, sonst kannst du nichts. Also. Ja, du bekommst einen Raketenwerfer ab. Das machen normalerweise nicht, aber du bist da oben drin. Oh, da sind welche. Wow, aber den habe ich wenigstens erwischt. Einfach nur schlechter Spieler. Naja, ich bin 11-9, also ich bin irgendwo mittendrin. Ja, ich bin auch nicht gut, ich bin die Scheiße. Aber ich bin besseres gewohnt. Ich bin besseres gewohnt, wenn ich mal wieder drin bin. Ne? Mein Skill war ja jetzt auf 150 bin ich runter. Und das ist wirklich, wenn ich extrem scheiße bin, dann bin ich auf 150. Wenn ich gut bin, bin ich bei 350. Mein ganzes Skill um 200 auf runtergegangen. Ist schon krass. Und man merkt es halt auch einfach. Mein Aiming ist weg, mein Movement ist weg, alles ist weg. Aber so einfache Kills wie den hier, den kriege ich noch. Zumindest. Da ist noch einer. Da. Ich schieße aber noch nicht, weil da ist noch einer. Shot. Sehr schön. Jetzt habe ich sogar mal 1, 2 weggeholt, ohne irgendwie Scheiße zu bauen. Es laggt hier ein bisschen. Das liegt nicht an der Aufnahme, das ist der Server irgendwie. Ja, yes, ich habe noch einen Suppressor. Wunderbar. Scheiße. Was? Hier hat gerade irgendeiner gelabert. War das der Heiko? So, dann hauen wir uns jetzt mal ganz kurz hier das drauf, was ich freigeschalten habe. Wo haben wir es denn? Hier, ich habe ein Holo. Ne, Holo ist scheiße. Holo ist kacke. Ich habe mal ein Muzzle Break rein. Ein Double Grip habe ich mir mal rein für eine bessere Stabilität. Wo habe ich denn jetzt? Doch ein Suppressor. Hier. So, schauen wir mal, wie es mit dem Suppressor abgeht hier. Wurde mir nämlich empfohlen. Mir wurde empfohlen, mit der MPX auf Operation Locker zu spielen und dann von hinten irgendwie anzugreifen. Und die checken mich da nicht und dann haue ich einen weg nach dem anderen, hat er gemeint. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich habe ja nur... Oh. Das war so erbärmlich, war das. Aber gut, ich habe auch kein richtiges Visier drauf. Ich habe echt kein gutes Visier drauf. So, ganz kurz noch hier das Reflex. Das Reflex ist echt noch irgendwie besser als das Holo. Obwohl beide ziemlich beschissen sind. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er, komm her. Yes, hab ihn. Es laggt hier ein bisschen, Alter. Das ist nicht schön. Yeah, noch einen erwischt. Ah, ich glaube, wenn ich ein paar Stunden spiele, bin ich wieder drin. War doch gerade einer. Wo ist er? Da oben ist er. Yes. Ich glaube, ein paar Stunden wieder, dann bin ich wieder drin. Dann ist mein Aiming auch wieder da. Mein Movement, alles ist dann wieder da. Aber hier laggt es auch noch zusätzlich. Das ist natürlich noch beschissen, ne? Hier hat einer gesniped. Wo ist er? Was ist ein Gegner? Was ist ein Freund? Ich weiß nicht. Da. Uiuiui. Scheiße! Jetzt war der schneller, die Sau. Aber hey, ich bin sogar positiv.
Außen den Menschen rum bei mir. So. Wenn das hier nicht laggen würde, Alter. Dann wäre das schön. Yes. Da ist noch einer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh nein, hinter mir. Fuck. Mit der Bulldog, mit der muss ich auch noch eine Rose-Hall-Attachments machen. Ich kann nicht mehr reden hier. Muss ich auch nochmal raushauen. Habe ich ein bisschen mehr freigeschalten mit der. Aber jetzt mal die MPX reicht für den Anfang. So, da wurde gleich weggesnipert. Nein, das ist nicht schön. Komm ich hier raus? Nee. Doch von hier hinten. Ich werde den Server wechseln, aber ich werde das mal hier in diesem Video für diese Runde hier belassen. Mal ein bisschen kürzer, das Video. Und sagt mir gerne eure Meinung. Möchtet ihr gerne ein bisschen längere Runden oder möchtet ihr gerne ein bisschen kürzere Runden? Was ist euch lieber? Mehrere kürzere Runden oder ein langes Video mit mehreren Runden dran oder mehrere Runden geteilt? Sagt mir dann mal eure Meinung, wie ihr das haben möchtet. Scheiße, der Impact erwischt. Ob ich nur einzelne Runden machen sollte und dafür dann zwei Videos oder wollt ihr ein ganzes Video mit langen Runden, mit zwei Runden dran, was dann irgendwie 30 Minuten geht oder so. Oder 40 sogar, ich hatte auch mal eine Stunde. Weil manche sagen, sie wollen kurze Videos, manche sagen, sie wollen lange, manche haben nicht so viel Zeit, lange Videos zu gucken und so weiter, weißt du? Deswegen frage ich da ein bisschen bei euch direkt einfach mal nach. Da hat er ein bisschen Arschloch, das weiß ich. Und mein E-Mail ist wieder für den Arsch, aber ich habe ihn dennoch erwischt. 0815 irgendwas. Obwohl ich durch meinen Kumpel durchgeschossen habe. Ha, so geht das halt, ne? Aber ich muss ehrlich zugeben, ich hätte gedacht, ich würde mehr abkacken. Boah, das leckt sich halt so. Das ist echt heftig. Wieso muss ich Pech haben, wieder mal nach ein paar Tagen eine Aufnahme zu machen und dann auf den Server zu kommen, der vollkommen laggt. Das Pech muss der auch mal haben, ey. Da kommt er her, ne? Oder was? Ah, Mann! Gegenseitig, du Schwein. Aber gut, was willst du machen? So, aber wenigstens habe ich einen Suppressor jetzt freigeschaltet. Das ist cool. Mit dem Suppressor werde ich dann mir jetzt einen Operation Locker Team Deathmatch Server finden. Suchen. Weißt du Bescheid? Ne? Um das mal zu testen, wie das eben mir gesagt wurde, dass ich mit Operation Locker mal das ein bisschen probiere. Obwohl auf Locker habe ich selber ein bisschen Probleme immer. Hinter die Gegner zu kommen. Ich schaff das meistens nicht. Kill Assist. Scheiße. Yes. Also, sobald das Aiming wieder da ist, Leute. Sobald das Aiming wieder da ist, kannst du dir abgehen. Ah, scheiße. Das scheiß Server laggt. Du musst wieder auf so einen scheiß Server kommen, der laggt. Mann. Aber wenigstens in 21.16. Nie so toll, aber auch nicht so mies. Dafür, dass ich ein paar Tage nicht gespielt habe. Kann man es durchgehen lassen, ne? Kann man es durchgehen lassen. Oh. Yes. Darf ich noch am Ende hier noch ein paar schöne Kills machen. Da rechts sind ein paar. Werde ich die jetzt gleich mal versuchen von links irgendwie zu kriegen. Da vorne sind sie, die gucken auch nicht. Da. Yes, ich habe den letzten erwischt, Baby. Ich habe den letzten erwischt. So Leute, das war eine Runde Road to All Attachments mit der MPX und ich habe sogar zwei Sachen gleich hier freigeschalten. War zwar eine kürzere Runde, ein etwas kürzeres Video, geht gerade mal 13 Minuten, aber muss auch mal sein zwischendurch. Und ja, wollt ihr mehrere Runden, die kürzer sind, oder wollt ihr Videos, die länger gehen mit mehreren Runden? Also sagt mir da Bescheid, wie ihr das möchtet. Ne? Ich kann es auch ein bisschen abwechseln, mal ein bisschen längere Runden, mal ein bisschen kürzere Runden, je nachdem. Gut Leute, haut rein, wir sehen uns am nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.